Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und ich möchte euch eine neue Reihe präsentieren. Und zwar die besten Tech-Tree-Panzer. Ich werde immer wieder gefragt, hey Maus, sag mal, was sind denn so im Forschungsbaum die besten Panzer? Ich will euch in dieser Reihe nach und nach meine absoluten Favoriten präsentieren. Für mich alles Fahrzeuge, die in dieser Reihe auftauchen werden, die für mich es absolut wert sind, in der Garage behalten zu werden. Das werden nicht ausschließlich Tier 10 Fahrzeuge sein und auch nicht ausschließlich Tier 8 Fahrzeuge. Ich werde quasi die ganze Bandbreite von Tier 5 bis Tier 10 in dieser Reihe behandeln und quasi euch meine Schmuckstücke aus meiner Garage zeigen und euch darüber informieren, warum ich finde, dass sie auf jeden Fall in jede Garage gehören und warum ich finde, dass sie so stark sind oder was halt so meine Beweggründe sind, zu sagen, ey, das ist auf jeden Fall ein Panzer, den man sich in die Garage stellen sollte. Anfangen möchte ich diese Reihe mit einem Panzer, den ich immer wieder bewerbe. Ich habe auch schon mehrere Videos drüber gemacht. Das ist der Carnarvon. Meiner Meinung nach der stärkste 8er Heavy, den es im Spiel gibt. Nicht nur von den Forschungspanzern, sondern insgesamt gesehen auch besser, meiner Meinung nach, als jeder andere 8er Premium Heavy. Warum ist das so? Weil er einfach eine sagenhaft krasse DPM hat. Basis-DPM 2500 irgendwas. Ihr seht, mit Ration und meinem Setup meiner Crew komme ich hier auf 3267 Schaden pro Minute. Das ist die absolute ausgemachte Stärke vom Carnarvon bei 280 Alpha-Schaden. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, ist aber durchaus ausreichend, um den Gegnern weh zu tun, und ihr ladet alle 5,1 Sekunden nach. Das ist absolut krass. Wem diese Schaden pro Minute, der mittlere Schaden je Minute, nicht sagt, 3267, wenn wir uns mal angucken, auf Tier 10, den ein oder anderen Heavy, nur mal so als Vergleich, jetzt hier zum Beispiel den T110E5, habe ich auch mit Rationen, Ansetzer etc., der hat gerade mal eine DPM von 3034. Gucken wir uns mal so den Evergreen an, auf der Stufe 10, IS-7, habe ich jetzt hier 2600, wenn ich jetzt hier Rationen reinhaue, um das vergleichbar zu machen, dann sehen wir 2713 Schaden pro Minute. Bei den Panzern mit ein bisschen mehr DPM, gucken wir mal hier. Ah, die Crew habe ich derzeit umgeschult auf den IS-3. Das ist jetzt natürlich dann wieder nicht so gut vergleichbar. Gucken wir einfach mal hier bei einem der Top-Heavies, was die DPM angeht. WZ 111 5 Alpha hat 3300 und das ist schon wirklich ein sensationeller Wert für die Stufe 10. Und wenn man sich dann zum Vergleich, wie gesagt, nochmal den Carnarvon Action, nicht Carnarvon Action X, das ist der Premium-Panzer, den Carnarvon anguckt, 3267, ist einfach krank für einen Achter. Der Panzer, der direkt dahinter kommt, deswegen hatte ich gerade Carnarvon Action X im Kopf, das ist der Premium-Panzer, der hat aber auch weniger. Ich hau hier mal Rationen rein, dass ihr das besser vergleichen könnt. So, dann können wir jetzt hier nochmal die Crew dazu packen. So, jetzt haben wir in etwa guten Vergleich. Ihr seht, einfach 400 Schaden die Minute weniger und das ist der zweitbeste Heavy, wenn es auf der Stufe 8 nach DPM geht. Also dieser Carnarvon zieht halt wirklich einfach alles aus und deswegen würde ich sagen, ist er auf jeden Fall ein Panzer, den ihr euch in die Garage stellen solltet. Er ist hervorragend geeignet für Scharmützel, er ist hervorragend geeignet für Frontline. Die Kanone hat eine Einziehzeit von 2 Sekunden, 0,3 Genauigkeit, also auch auf Distanz extrem zuverlässig. 10 Grad Gun Depression. Die Mobilität ist jetzt nicht so super. Er ist halt ein bisschen schwerfälligerer Heavy, aber nicht so schwerfällig wie ein Defender oder 703. Also er liegt irgendwo dazwischen. Er ist mit Sicherheit auch nicht der allermobilste Heavy, aber mit seinen 10 Grad Gun Depression kann er halt Positionswahl frei. Ihr solltet euch auch angewöhnen, den Panzer nach seiner Stärke zu fahren. Ich sehe immer wieder Leute, die mit dem Carnarvon irgendwie auf ebener Fläche stehen und dann da sich gegen Russen-Heavys versuchen durchzusetzen. Das ist natürlich nicht die Spielweise vom Carnarvon, sondern er will halt irgendwo an der Hügelkuppe stehen, nur seinen Turm zeigen, der an der schwächsten Stelle, wohlgemerkt an der schwächsten Stelle, und da reden wir jetzt hier, lassen wir mal die Kommandantenkuppel außen vor, die ist relativ klein und auch nicht einfach zu treffen. Gerade wenn ihr eure Gun Depression ausnutzt, dann kommt da überhaupt gar keiner an die Kommandantenkuppel. Diese beiden hier, wo die Finger enden,
Das sind zwei ganz, ganz minimale Weak Spots. Die haben 211 mm. Aber da muss man wirklich hier unter dieser Aufhängung hier drunter, da sind 211 mm. Auf der Gegenseite das gleiche. Hier sind es auch nur 211 mm. Ansonsten habt ihr eigentlich ja, rundum 250 mm plus Turmpanzerung. Das ist absolut best in class. Und ja, wenn man sich so ein bisschen die Spielweise vom Carnarvon mal angeeignet hat, dann ist das Ding einfach nur vernichtend brutal. Ich würde sagen, wir schauen uns mal drei Replays an. Und es ist auch nicht von ungefähr, dass ich jetzt hier auf dem Panzer 70% Siegrate habe. Ich habe auch in diesem Panzer meinen Damage-Rekord für 8er Panzer aufgestellt. Also mein höchster Schaden mit einem 8er Panzer sind 6400 Schaden. Die habe ich auch im Carnarvon aufgestellt. Habe ich auch seinerzeit ein Video zugemacht. Das packe ich euch noch mit unten in die Beschreibung, wer das nochmal sehen will, die 6400 Schaden. Und ansonsten habe ich euch jetzt ja einfach mal drei Replays heute Morgen zusammengespielt, wo ich sage, da kann man ganz gut sehen, was der Carnarvon leisten kann. Ja, wir sind jetzt hier in einem 9er-Gefecht auf Wadi. Eine Arti auf beiden Seiten. Wir haben jeweils 5 Neuner, auch nicht so die unbedingt angenehmsten. Conqueror, Emil 2, Emil 2, Badshed 25 Tonnen AP und Udes. Also schon auch Gegner mit guten Türmen, mit guter Gun Depression. Und trotzdem habe ich jetzt hier mein Team angepinkt. Ich will über die südliche Flanke. Das ist meiner Meinung nach der Ort, wo diese Karte gewonnen wird. Ich hoffe, dass mir nicht alle Neuner entgegenkommen. Ich setze so ein bisschen darauf, dass nach wie vor es super viele, sag mal, nicht so gute Spieler gibt, die das immer noch nicht verstanden haben, dass der Süden der Schlüssel zum Erfolg ist und dass die Mitte sowie der Norden eigentlich eher unbedeutend sind. Klar kann man, wenn man jetzt mit voller Entschlossenheit über den Norden kracht und da dann auch einiges an Gegnern entgegenkommt, auch die Karte hier und da mal über den Norden gewinnen. Aber ich würde sagen, ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, 90% der Gefechte werden hier auf dieser Karte im Süden entschieden, da wo wir jetzt hinfahren. Wir haben auch einiges am Backup. Unser Emil 2, unser AMX 5000, 20, der T55 Alpha kommen mit. Conqueror entscheidet sich jetzt leider dazu, in die Mitte zu fahren. Den hätte ich auch ganz gern hier oben gesehen. Und man kann von hier aus unglaublich gut das Gefechtsgeschehen kontrollieren. Natürlich ist das hier auch mit den Dünen wie gemacht für unseren Carnarvon, der hier seine Gun Depression voll zum Einsatz bringen kann. Ersten Treffer jetzt hier gemacht auf den Centurion. Der zweite Bounce leider. Aber ihr seht, die Schüsse fliegen recht ordentlich schnell. Man kann auch auf Distanz, auf große Distanzen seine Ziele, wenn man voll eingezielt ist, das ist so eine Sache, die haben die Briten ja alle an sich, so halb eingezielt geht meistens daneben, ihr müsst schon dann wirklich voll eingezielt sein, aber ihr seht auch der T55 Alpha mega aggressiv, gefällt mir auch richtig gut, deswegen ziehe ich jetzt hier auch gleich mit, um ihn da vorne nicht verhungern zu lassen. Emil 2, 50, 120 sind noch ein bisschen verhalten. Ihr seht das, der gegnerische UDS 16, der ist in den Norden gefahren, umso besser für uns. Auch der Conqueror und der Carnarvon sind hier in die Mitte gefahren. Die können wir von hier oben ohne Ende ausziehen. Deswegen tut mir das immer so ein bisschen in der Seele weh, wenn man so sieht, dass die Leute dann tatsächlich sich mit ihren guten Panzern da hinstellen. Natürlich ist das, wenn das eigene Team die südliche Flanke hat, dann kann man da durchaus gut kämpfen. Wenn aber das eintritt, was hier eintritt, dass wir komplette Kontrolle über die südliche Flanke haben, dann ist diese Position einfach nicht mehr zu halten. Der Conqueror hat es jetzt auch schon realisiert, muss hier rausfahren. Wir stehen jetzt hier an der Düne, können die Gegner komplett unter Druck setzen, outspotten. Und der Conqueror versucht da jetzt noch rauszukommen aus dem Bachbett, ist aber schon zu spät. Das wird er wahrscheinlich nur mit ein paar HP, wenn überhaupt, überleben. Und ihr seht, auch diese krasse DPM von diesem Carnarvon, wie häufig schnell man hier schießen kann. Ich persönlich bin ja ein übelster Freund von DPM. Ich brauche jetzt nicht diesen fetten Alpha-Schaden, wo ich dann mich freue, dass ich einmal so ein richtig dickes Brett rausgehauen habe, sondern ich habe lieber eine verlässliche Kanone, die konstant am Feuern ist. Der Centurion steht da jetzt für uns ziemlich schlecht. Und ich habe hier einfach eine Babo-Position, wo ich quasi den Gegnern einfach offen ins Gesicht lache. Ich lasse jetzt mal hier unseren Emil, unseren 5020 ein bisschen weiter vorfahren. Steht schon 3:1. Und diese Position hier sollte auf jeden Fall zumindest von Low-Tiers besetzt sein. Und jetzt hier dem Emil nochmal eine mitgeben. Scorpion bounce an uns. Centurion gibt uns jetzt hier, aber alles halb so wild.
Und ihr seht schon, die Gegner laden jetzt schon aus purer Verzweiflung hier, weil wir schon 1700 Schaden geblockt haben. APCR. So. Dem Scorpion können wir jetzt auch eine in Retour geben. Vielleicht können wir jetzt hier noch den ELC 90 rausnehmen. Nee, leider nicht. Ja, und viel mehr gehört dann eigentlich auch in so einer Situation nicht dazu. Man muss dann vielleicht sein Team nochmal dazu animieren, zu pushen und dann solche Positionen besetzen. Und das ist halt einfach, das ist halt einfach die Königsdisziplin von dem Carnarvon Action X. Jetzt sage ich die ganze Zeit Carnarvon Action X. Carnarvon natürlich. So, der Buraska hat mir jetzt nochmal einen Treffer gegeben. Wir konnten ihm aber auch eine in Retour geben. Ich schieße jetzt nochmal blind hinterher. Der ging leider ein bisschen hoch und hat wahrscheinlich seinen Turm getroffen. Aber wir haben jetzt hier schon über 4000 kombinierten Schaden, haben die Gegner getrackt, gespottet, haben selber 2600 Schaden gemacht, haben jetzt hier leider in der Runde keinen Kill abbekommen und ich denke, wir werden auch keinen mehr abbekommen. Aber wenn sich jetzt jemand wundert, warum das Gefecht so einseitig gelaufen ist, dann liegt es halt einfach daran, dass die Gegner es, ja, bis auf vielleicht den Emil 2 aus dem Gegnerteam, einen der beiden Emil 2, haben die Gegner einfach nicht verstanden, dass der Süden der Schlüssel zum Erfolg ist. Bei uns haben es deutlich mehr Spieler verstanden. Die beiden 9er Heavys sind bei uns mitgekommen. 2 von 3 9er Heavys. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen und deswegen ist dieses Gefecht hier so einseitig ausgegangen. Ihr habt das auch gesehen, dass die Mitte von beiden Seiten auch nicht mehr zu halten ist. Wenn man einmal den Süden verloren hat, dann kann der Süden ohne Probleme überall in die Mitte reinwirken. Das ist halt eine Stärke der südlichen Position. Vom Norden funktioniert das so nicht. Da geht vom Norden aus hat man hier sogar noch eine gute Deckung und kann hier selber Haldown gegen den Norden spielen. Also dieser Teil hier, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und ja, in unserem Team haben das 5 Leute verstanden. Die haben da auch konsequent gepusht und deswegen ist das Gefecht so einseitig ausgegangen. Vielleicht nochmal ganz kurz 2, 3 Worte auch zu der Reihe. Also ich werde die Reihe so halten, dass es YouTube-only-Content ist. Also bedeutet, dass ich mir die Zeit tatsächlich auch nehme, den Panzer dann nochmal offline zu fahren. 5, 6 Runden und euch dann die Replays, wo ich finde, dass man am besten sieht, wie der Panzer performt, beziehungsweise wie man den Panzer am besten einsetzt, dann mitbringen. Das müssen jetzt nicht zwangsläufig irgendwelche großartigen Siege sein. Das können auch Niederlagen sein. Es geht mir auch nicht darum, euch hier eine Panzerassrunde nach der anderen zu präsentieren, sondern ich möchte euch vor allem zeigen, was der Panzer kann und wie meine Spielphilosophie von dem Panzer ist. Wenn ihr irgendwie natürlich den Panzer anders fahrt, dann ist das auch völlig legitim. Ich persönlich fahre jetzt zum Beispiel mit dem Carnarvon, denke ich, ganz erfolgreich. 70% Siegrate bei über 100 Gefechten, würde ich sagen, spricht für sich. Mir ist es halt auch ein Anliegen, wenn ich euch diese Sahnestücke vorstelle, nicht jeder Panzer wird jedem zusagen. Das kann ich jetzt auch schon in der Vorschau auf diese Reihe sagen. Es wird Leute geben, die mit einigen Panzern partout nicht zurechtkommen werden, die ich aber trotzdem als Empfehlung aussprechen werde. Ich denke da zum Beispiel, ich werde noch nicht vorgreifen, wir lassen das einfach mal auf uns zukommen und ihr werdet es dann sehen. Aber eine ganz, ganz wichtige Sache, was viel zu wenig Spieler berücksichtigen regelmäßig, spielt nicht eure Lieblingspositionen, sondern spielt den Panzer nach seinen Stärken und seinen Schwächen. Vermeidet so gut es geht die Schwächen und spielt seine Stärken aus. Das ist beim Carnarvon eigentlich recht simpel. Der Panzer hat eine gute Turmpanzerung, der Panzer hat eine geile DPM und eine gute Gun Depression. Das sind die absoluten Stärken von diesem Teil. Schwächen, der Panzer hat gerade mal 100 mm Wandenpanzerung. Bedeutet, wenn ihr euch jetzt auf ebener Fläche mit anderen Panzern duelliert, werdet ihr regelmäßig den Schwächeren ziehen oder den Kürzeren ziehen. Ihr habt 220 Durchschlag, das reicht für viele Unterwannen, ja, aber es gibt halt auch Panzer, die quasi ebenerdig zu Hause sind, die sehr gut sidescrapen können etc. Das ist jetzt auch nicht so die ausgemachte Stärke vom Carnarvon. Der Carnarvon, wie gesagt, lebt von seiner DPM und seiner Gun Depression und diese Stärke, die müsst ihr halt auch ausspielen. Es bringt euch gar nichts, wenn ihr jetzt irgendwie vor einen Gegner ebenerdig tretet und ihm die ganze Zeit euren Weak Spot anbietet. Dazu kommt, dass wenn ihr mit
den Britenpanzern zu oft eure Wanne zeigt, da sitzt das Ammo-Rack und da sitzen auch die Fuel-Tanks und die beide, vielleicht die Leute von euch, die auch gerne die Centurion-Reihe spielen, die kennen das wahrscheinlich, aber auch damals von dem FV-215B kennt man das noch ganz gut. Also, sobald ihr eure Wanne die ganze Zeit präsentiert, tendiert dieser Panzer dazu, angezündet zu werden oder einen Ammo-Rack-Treffer zu kassieren. Deswegen, wo ihr könnt, immer nur den Turm zeigen. Wo der Panzer auch nicht gerne drauf steht, sind solche Trade-Aktionen. Wenn ihr zum Beispiel vor einem, nehmen wir mal den Defender als Beispiel, der hat 440 Alpha-Schaden, ihr habt 280 Alpha-Schaden. Wenn ihr so spielt, dass ihr Vorfahrt euch eine vom Defender nehmt, das sieht man auch ganz gerne, der Defender gibt euch 440, ihr gebt ihm 280 und dann hättet ihr in 5 Sekunden nachgeladen, der Defender muss 10 Sekunden nachladen, aber die Leute ziehen dann zurück und fahren wieder in Deckung, weil sie, das hat aber wehgetan. In dem Moment müsst ihr einfach euren Panzer verstanden haben, eure DPM-Überlegenheit verstanden haben und dann mindestens dem Carnarvon nochmal eine mitgeben für 280, so dass ihr dann 560 Schaden in dem Moment ausgeteilt habt. Im besten Falle gebt ihr dem Defender sogar 3 Schüsse. Ihr tauscht ein und bis der Defender nachgeladen hat, könnt ihr dem Defender nochmal 2 Schüsse drücken und fahrt dann in Sicherheit. Ja, dann habt ihr 840 Schaden dem Defender gemacht, also fast doppelt so viel, wie er euch gegeben hat. Das ist dann optimales Traden. Das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Das braucht auch einiges an Übung und Übersicht. Was ihr auf jeden Fall aber nicht machen dürft, ist, wenn die Gegner auf euch geschossen haben, sowas wie ein Defender, ihr habt euch schon einen gefangen, dann nur einen zurückgeben und dann sofort wieder die Biege machen, weil dann geht das mit dem Tauschen nicht auf. Das ist aber auch nur in letzter Konsequenz, dass wenn gar nichts mehr geht, so wie jetzt hier in der Situation. Wir liegen jetzt hinten, wir werden jetzt wahrscheinlich gleich gepusht. Hinter uns kommt ein Full-Life-Progetto. Hier wird jetzt wahrscheinlich für uns gleich Feierabend sein. Aber da wollt ihr zumindest versuchen, noch irgendwie so viel Schaden wie möglich zu machen. Und dann im Zweifel jetzt hier dem T-54 Mod vielleicht eine mitgeben. Nee, dem Emil, aber den Emil können wir noch rausnehmen. Vielleicht kriegen wir sogar noch einen Schuss raus. So sieht's aus. Also wir haben zwar jetzt noch hart kassiert, aber wir haben sogar in der kurzen Zeit noch einen Panzer rausgenommen und haben noch quasi 2 Schüsse anbringen können, 4 Kills. Das ist jetzt hier eine Niederlage geworden, ja, aber ich denke trotzdem, dass man jetzt das Prinzip verstanden hat von dem Tank. Er möchte irgendwo stehen, wo er nur mit dem Turm arbeitet, wo er mit der Gun Depression arbeitet und dieser krassen DPM. Also, wenn ihr jetzt einen Panzer sucht, der auf ebenerdiger Fläche dazu geeignet ist, irgendwie so diese Tradings zu machen, dann braucht ihr halt sowas wie einen Doppelrohrpanzer oder sowas wie einen Defender oder die Panzer mit den 122mm Kanonen à la IS-3. Das seid ihr nicht, das muss euch auch klar sein, sondern ihr seid jemand, der über die DPM kommt, das heißt die Gegner vor Ort und Stelle tracken, Gegner, das ist auch so eine Lieblingsdisziplin von dem Carnarvon, die Gegner einfach, wo es geht, zu tracken und dann im Track zu halten, weil ihr alle 5 Sekunden nachladet. Also wie gesagt, betont durch eure Spielweise die Stärken des Panzers und versucht die Schwächen des Panzers, die Wanne so gut wie möglich zu verstecken und dann habt ihr eigentlich auch schon einen Großteil verstanden von dem, was der Carnarvon von euch erwartet, was er euch im Gegenzug aber auch zu bieten hat. Was der Carnarvon, wir sind jetzt unterwegs auf Minsk, nochmal in einem einstufigen Gefecht. Ich habe leider kein 10er-Gefecht heute in den Runden hinbekommen, die ich quasi gespielt habe. Da war das höchste der Gefühle 9er Gefechte. Ansonsten waren wahnsinnig viele 8er Only Battles dabei. Jetzt habe ich nochmal eine Runde für euch mitgebracht auf Minsk. Hier wird es jetzt nicht so sehr darum gehen, um jetzt hier auch. Okay, fangen wir nochmal anders an. Guten Morgen. Also, auch hier bestimmt natürlich wieder die Stärken und Schwächen des Panzers, eure Positionierung. Wollt ihr wirklich auf der 8er, 9er Linie gegen sowas wie einen Löwen sidescrapen oder so oder euch mit einem Löwen duellieren? Eher nicht. Sondern, was wollt ihr machen? Der Panzer eignet sich auch hervorragend zum Pushen.
Ja, aufgrund dieser sensationellen DPM habt ihr natürlich auch eigentlich gegen jeden anderen Panzer, auf den ihr trefft, außer mal mit Ausnahme der Autoloader, die jetzt vielleicht gerade vollgeladen sind, das lassen wir mal so außen vor, aber gegen jeden Einzelschusspanzer habt ihr eigentlich einen extrem krassen Vorteil und ihr könnt im Zweifel komplett auf eure DPM setzen. Und die Überlegenheit des Carnarvon, was DPM angeht, die habe ich euch ja eben auch schon versucht zu verdeutlichen, indem wir das auch nochmal mit Tier 10 Panzern verglichen haben. Und die meisten Tier 8 Panzer haben eine DPM, die liegt irgendwo zwischen 2000 und 2500. Ihr habt 3200. Also da könnt ihr schon richtig Gebrauch von machen. Hier auf der 1- und 2er-Linie kann man am Anfang, wenn Gegenwehr da ist, sehr gut Halldown spielen. Jetzt gegen sowas wie ein T-44 Borast, einfach keine ernstzunehmenden Gegner für den Carnarvon. Da geht es jetzt eigentlich nur noch darum, die W-Taste zu drücken und so viel Schaden wie möglich zu kloppen. Einfach nur die Gegner zu massakrieren. Und das ist halt auch so eine Sache, die so Ruffelstomp-Geschichten, die hat man so häufig mit dem Carnarvon, wo man einfach nur über das Gegnerteam drüber fährt und die wissen gar nicht, was sie tun sollen, weil sie die ganze Zeit die 280er-Schellen bam, bam, bam in die Fresse kriegen. Der T-103 wird das jetzt am eigenen Leib zu spüren kriegen. So, hat jetzt geschossen. Ein Schuss. Ich bleibe jetzt hier auch stehen, weil ich schneller nachgeladen habe als er. Gebe ihm noch einen Schuss. Jetzt fahre ich nochmal safe und Sidescrape jetzt ein bisschen gegen ihn, weil den Schuss will ich mir ehrlich gesagt nicht fangen. Er bounced an meiner Seite. Die Seitenpanzerung vom Carnarvon auch super. So, 4 zu 0. Wir haben die Gegner hier platt gemacht, haben jetzt nicht so großen Einfluss gehabt. Jetzt liegt hier. Das ist auch ein Klassiker hier an der Position. Leute, die sich hier auf die Seite legen, ist mir auch schon passiert. Ich fühle mit dem Pantera, aber mein Mitgefühl reicht jetzt auch nicht so weit, dass ich ihn hier in Ruhe lasse. So, Arti hat es auch nicht geschafft, hier rechtzeitig wegzufahren. Und in so einer Situation, wo nach 2 Minuten die Abschmatzphase eingeleitet ist, da wollt ihr auch in keinem anderen Panzer sitzen als in dem Carnarvon, weil ihr einfach nonstop feuern könnt, ja. Ihr feuert, ihr ladet nach, ihr feuert, ihr ladet nach. Jetzt steht da natürlich der Löwe ein bisschen ärgerlich. Aber da fährt ein besseres Ziel. LTTB, den nehme ich gerne. Und auch die Kanone, ihr seht ja, die Kanone, wenn man voll eingezielt ist, ist auch super zuverlässig. Klar geht auch mal der ein oder andere Schuss daneben. RNG ist halt im Game, lässt sich nicht vermeiden. Aber grundsätzlich ist die Kanone auf jeden Fall auch auf Entfernung, ja, super zuverlässig. Und wie gesagt, leider, leider, ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie groß zelebrieren, so krasse einseitige Matches. Leider, leider, ihr kennt es aber selber alle, hat man das von beiden Seiten im Moment sehr, sehr häufig, weil einfach durch diese ganzen Erfahrungsbooster etc. Leute zum Teil vielleicht viel zu schnell für sich selber in die hohen Tierbereiche kommen. Aber wenn ihr dann noch das meiste aus so einer Runde rausholen wollt, dann wollt ihr auch im Carnarvon sitzen, weil der halt einfach in der Lage ist, mit seiner DPM da nochmal so richtig reinzuschmatzen. Auch wenn wir jetzt hier leider nichts mehr abkriegen. Dafür sind unsere schnellen, mobilen Panzer schon zu weit vorne. Aber ich meine, wir haben jetzt schon 2 Kills gemacht. 3200 Schaden, 818 Unterstützungsschaden. Viel mehr will ich gar nicht von der Runde erwarten. Dafür, dass sie jetzt keine 4 Minuten gedauert hat, wenn wir ehrlich sind, haben wir hier für uns selber das Maximum rausgeholt. Und auch für solche Szenarien. Im Gegenzug, auch mich nicht falsch verstehen, ne? Im Gegenzug ist der Carnarvon aber auch hervorragend geeignet für Runden, die in die andere Richtung laufen. Das hat man ja auch sehr häufig, dass euer Team einfach sensationell schnell wegstirbt. Dann habt ihr mit dem Carnarvon auch immerhin noch ein Monster, der in kürzester Zeit nochmal massiven Schaden aufbauen kann, wenn quasi die Gegner auf euch draufjodeln, so wie das in der Runde davor war. Dann könnt ihr mit dem Carnarvon auch noch trotzdem respektablen Schaden, auch wenn euer Team vielleicht keine Chance hatte, in kürzester Zeit einfahren. Also meiner Meinung nach der Carnarvon auf jeden Fall ein absoluter Must-Have-Panzer für alle Leute, die auch gerne Heavys fahren. Meiner Meinung nach, ich habe da wie gesagt auch schon ein paar Videos zu gemacht, der stärkste Tier 8 Heavy-Panzer, den man sich derzeit in die Garage stellen kann. Und wie gesagt, auch in Frontline macht er eine hervorragende Figur. Gerade in Frontline, weil wir natürlich in Frontline auch super viele Halldown-Positionen haben, super viel hügeliges Gelände auf beiden Karten, sowohl Kraftwerk als auch Normandie. Da gibt es so viele gute Einsatzmöglichkeiten für den Carnarvon. Der Carnarvon auch perfekt geeignet zum Cappen, Decappen mit seiner krassen DPM.
Ich hoffe, dass euch die Reihe gefällt. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob das eine Reihe ist, die euch interessiert, ob die euch weiterhilft. Ich werde das auf jeden Fall versuchen, so beizubehalten, immer so drei Replays mitzubringen, die ihr auch vorher im besten Falle noch nicht im Stream gesehen habt, damit das auch was Neues bleibt. Und versucht dann immer so ein bisschen euch meine Spielphilosophie von dem Panzer nahe zu bringen und warum ich der Meinung bin, dass der in jede Garage gehört. Also, falls es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!